Fledermaus! Gut, dass sie alle nicht bewaffnet sind. Komm, nein, Kapschaft! Komm schon. Na komm. Was war das denn für ein Ausschalten? Und du erst. Bam. Da haben die sich einfach die Waffen geklaut, die Drecksäcke. Tja, und wo ist Scarecrow jetzt hin? Keiner weiß das, ne? Wirklich. Gehen wir hier hoch. Und ich habe ein Upgrade. Und die Karte geht doch. Komm. Meine Karte wird dir helfen, Batman. Davon gehe ich aus. So, erstmal holen wir uns ein Upgrade. Was holen wir uns denn da? Den besseren Batarang? Das holen wir uns jetzt. Das können wir gut gebrauchen. Das haben wir schon immer mal wieder gebraucht. Gott, sind hier noch viele. Gott, sind hier noch viele. Also hier habe ich irgendwie am wenigsten bisher, ne? Dachte, das wäre was. Das ist nur Killer Croc. Nehmen wir mal hier weiter. Zugang zum Kontrollraum. Holen wir uns mal die 10. Akte. Killer Croc. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie sind... Und ich bin Ihnen auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur widert mich an. So weiter, so doch. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid, aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schneiden Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten, auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen und ich werde sie töten. Und dann Cash und danach Sie. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf, sofort! Na toll. Der wartet nur auf uns. Super. Das freut mich. Ah, ich bin schon unter der Erde. Na toll. Super. Da freue ich mich ja. Keep out. Danger. Haha, da will ich auch gar nicht rein. Eigentlich. Na super. Killer Crocs Versteck. Na toll. Na toll. Was ist das? Futterchen? Zu spät, Batman! Ein Schritt mehr! Und das kommt ins Wasser! Die Höhle wird sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen. Tu es nicht, Craig. Oha. Ja, wir sind in Killer Crocs Versteck angekommen. Wollen wir hier unbedingt hin? Nicht wirklich, ey. Vor allem kommt man von da aus in die Dingensbummens.
Erstmal darüber. Ich mal behaupten. Erstmal kommen wir darüber. Problem ist, dass man für den Untergrund eine extra Karte finden muss. Toll. Ich dachte, ich hätte was. Ist da hinten nicht eine... Nö. Sah nur so aus. Die Eckendeckung? Nee, das ist auch egal. Was ich gerade tue. Spielt noch nicht wirklich eine Rolle. Warum spiele ich ja nicht weiter? Ach so, muss ich ja. Ein paar Minuten gönne ich mir noch. Weil sonst muss ich nicht aufhören, sonst ist die Festplatte langsam voll. Das wäre blöd, wenn die nicht mehr mitmacht. Das wäre ganz schön blöd. Ich habe das Gefühl, dass der da drin wohnt. Wie ich darauf komme? Ich weiß nicht. Was meint ihr, wie ich darauf komme? Nee, sehe ich jetzt gerade gar nicht ein. Ich bin gerade ganz anderer Meinung. Ich bin eher der Meinung, ich sollte hier langlaufen. Und mal gucken. Wo geht's denn da lang? Kannst du mich hören? Hast du Crocs Versteck schon gefunden? Ich bin fast bei Crocs Versteck. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Ah, altes Abwasserrohr. Jetzt komme ich auch durch. Okay, cool. Weil von hier aus komme ich auch wieder zurück ins unterirdische System und in die Bärthöhle. Komme ich denn hier wieder zurück? Ja, komme ich. Sehr gut. Killer Crocs Versteck. Schön in das Stück Schwein da oben rein. Also Crane, also Scarecrow ist ja jetzt nicht mehr viel. Hier zu Crocs Versteck, um die Schimmelpuppen einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihm. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Will ich jetzt was machen oder nicht? Ups, aber. Muss ich das jetzt schießen oder? Nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay. Ich muss wohl da runter. Ah, toll. Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Schafft man das komplett, ohne von Killer Croc gefunden zu werden? Das wäre natürlich der Hammer. Weil ich habe Sinn nicht ein, gegen ihn zu kämpfen. Und bisher bin ich ja ziemlich ruhig. Ich kann auch noch ein bisschen langsamer. Die Plattformen sind glücklicherweise stabil, wie es aussieht. Nein, sind sie nicht. I don't want to. I don't want to. Ich bin doch so ängstlich. Stelle ich mir die Frage, ob der
Theoretisch müsste ich ihn mit dem Detektivmodus ja eigentlich sehen können, ne? So ganz blöde gesagt. Die Frage, ist das egal, ob ich theoretisch einfach hier durchrenne? Kommt der trotzdem nicht oder ist der dann alle 5 Sekunden hier und haut mich über den Haufen? Müsste man eigentlich mal ausprobieren, ne? Aber ich habe zu viel Schiss, das auszuprobieren. Noch mache ich hier keinerlei Wellen. Ich versuche gerade irgendwie schneller ein bisschen vorwärts zu kommen, aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Und ich speichere gerade ab. Also gut. Und ich sehe nichts. Ich versuche mich nicht. Oh crap. Oh crap. Ich war doch ganz leise. Warum hat er mich trotzdem gefunden? Soll ich einfach rennen? Und drauf scheißen? Wo muss ich denn hin? So, das sind die Schallwellen, die ich da erzeuge. Was ist das? Ah, ich hab's gefunden. Guck mal hier. Komm ich da dran? Ich hab Sporen gesammelt. Und jetzt werde ich garantiert von einem Krokodil verprügelt. Pass mal auf. Bin mir relativ sicher. Und das war natürlich. Nicht genug Anti-Venom. Ich muss unbedingt mehr finden. Es war doch wieder klar, dass ich da noch 100.000 Millionen Mal. Aber Killer Croc scheint nicht wirklich ein Problem zu sein, wenn ich das richtig sehe. Weil wenn man den einfach so erledigen kann. Dann geht das doch wohl so. Da ist der nächste. Perfekt. Holen wir mal die nächsten Sporen. Noch bin ich ja schön im nicht vorhandenen Gebiet. Aber ein bisschen schneller kann ich schon, glaube ich. Oh! Oh! Hilfe! Falsch geklickt! Ah! Nein, er hat mich. Ich habe mich verklickt. Scheiße. ja, das war natürlich, der war hinter mir, das ist natürlich äußerst ätzend. Ja, ich mache an dieser Stelle einmal Ende, weil ich habe jetzt 200 Stunden aufgenommen, das muss jetzt erstmal reichen für einen Abend. Und, guck, wir haben schon 158 von 240 Rätsel. Und, wir haben neue Figuren. Poison Ivy neu. Ulala, guck mal hier. Die hat noch ein Höschen drunter. Was fällt dir eigentlich ein? Dann haben wir hier Frank Bolts. Der lebt ja auch schon nicht mehr. Der ist auch schon ziemlich dope. Die anderen zeige ich euch nicht. So, cool. Der ist davon. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen in einer neuen Aufnahme von Batman Arkham Assault. Arkham Assault? Arkham Asylum Assault. Ich komme hier auf Assault. Das ist der Film dazu. Falls ihr ihn nicht kennt, organisiert euch den mal. Der ist ziemlich geil. Kann ich nur empfehlen. Das ist ein Zeichentrickfilm. Und bis morgen. Tschüss.